Am Anfang unserer Sendung. Die Nachricht vom tragischen Tod von Marianne Strauß, der Ehefrau des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der vergangenen Nacht in der oberbayerischen Ortschaft Scharling zwischen Rottach-Egern und Kreuth ereignete, kam Marianne Strauß ins Leben. Sie hatte ihren Wagen selbst gesteuert. Ehemann Franz Josef Strauß erfuhr davon auf seiner Reise durch Jugoslawien, wo er sich seit 3 Tagen in seiner Funktion als Bundesratspräsident aufhielt. Er brach seine Visite sofort ab und kehrte nach Bayern zurück. Niemand wollte es glauben. Ein Bauer vernimmt gegen 23 Uhr einen dumpfen Schlag, schenkt ihm aber keine Beachtung. Niemand bemerkt die Reifenspuren, die, wie mit dem Lineal gezogen von einer leichten Linkskurve, der Straße Rottach-Egern-Kreuth in ein Feld führen. Erst am Vormittag entdeckt ein Omnibuslenker von seinem Fahrersitz aus das Wrack neben einer Brücke. Der Wagen von Marianne Strauß war über einen Hohlweg geschossen und auf der Gegenböschung an einem Baum zerschellt. Sie muss sofort tot gewesen sein.